Das war das hier. 0,00%. Gibt es zu schlürfen, Leute, was zu trinken. Und sie hat zu mir gesagt, boah, ey, Sal, komm, Silvester kann man sich was gönnen. Wir haben Bier gekauft, Leute. Alkoholfreies und alkoholisches. Was eigentlich weiß, ist, dass wir Alkoholfreies in ihr Alkoholisches reinmischen. Das heißt, Eric wird heute gar kein Alkohol trinken. Wir gucken mal, wie betrunken sie wird, Leute, und was für Symptome sie am nächsten Tag hat. Ob sie noch einen Kater von alkoholfreiem Bier kriegt? Wir werden mal sehen, Leute. Ich bin sehr gespannt. Wir werden sehen. Unsere allererste Aufgabe war es halt, von einer Biermarke ein Bier zu finden, was es in alkoholfrei gibt und halt in Alkohol. Wir haben gerade Desperados gefunden, alkoholfrei mit Leimgeschmack, Leute. Und das kaufen wir jetzt nochmal mit Alkohol. Und dann tauschen wir die einfach um. Versteht ihr, was ich meine? Warte, hier guckt Leim. Perfekt, Leute. Oh mein Gott, wie gut. Wir haben so getan, als wäre es ein ganz normaler Abend, Leute. So ein Silvesterabend. Ich habe Mojitos gemacht und wir haben Raclette gegessen. Ihr könnt an unserer Umgebung hören, Leute. Es ist Silvester in einer Stunde. Und wir mischen Eggs Cocktails. Jetzt an, das Cocktail, sie kriegt ein Bier, Leute. Das ist Eggs zwei Favorite Bier, Desperados Lime, Bier mit Tequila-Aroma, Kaktus und Lime. Aber sie denkt halt, sie kriegt das mit Alkohol. Dabei kriegt sie einfach, Leute, alkoholfreies. Eins gleiche Geschmack, aber 0,00%. Mal gucken, ob sie so tut, als wäre sie drunk, Leute. Wir haben uns gerade dazu beschlossen, das Experiment bis morgen früh nicht aufzulösen, Leute. Und gucken, ob sie fake betrunken wird und morgen früh dann kotzt, Leute, weil sie ja so drunk war. Hold up, things go well when I pull up. Ja, ich bin 21, glaube ich. Wirklich, ich merke keinen Unterschied, Inga. Mein kleines Ständchen fürs neue Jahr, Leute. Das war's mit dem Jahr. Okay. Boah. Ich fand das den Song. Echt geil eigentlich. Eck hat sich vorgenommen, nochmal von Neujahr richtig geil betrunken zu werden, Leute. Deshalb haben wir jetzt Bier gekauft für Eck. 4 Stück haben wir. Eck, trink dir erst das Bier. Ein Bier. Da wird sie zum Tier. Alter! Ich fühle mich nicht mehr cool. Was? Ja. Ich fühle mich echt nicht mehr cool. Zwei Schwämme schwimmen im Meer. Was passiert als nächstes? Boah, ich glaube, ich brauche eine Pause bis nächstes Jahr. Was? Das war schon. Tim ist dann gekommen, um den Silvesterabend zusammen zu feiern. Sieht er dicht aus? Wirkt die dicht? Oh mein Gott, siehst du, wie spät die Reaktion ist? Oh mein Gott. Unser Plan funktioniert. Tim, hör mir jetzt zu, okay? Komm, mach los, Tim. Okay. Tim. Boom, boom. Silvesterstar. Und da sieht man schon das neue Jahr. Raketen fliegen hoch. Das war's mit dem Jahr. Oh, la, la. Oh, la, la. Boom. Was? Herr Eck hatte drei Bier und kotzt von drei Bier. Boah, ey, drei Bier? So fett. Ach, nichts. Nein, nein. Eigentlich hat zu viel Alkohol gesoffen. Digga, obwohl ich ihn gesehen habe, da bin ich mich erschrocken. Leute, Ecke sind drunk. Ich stehe auf einem Fuß, ich stehe auf einem Fuß. Boah, komm, oh mein Gott, kannst du dich ja so lang angucken, wie schön die ist. Ich muss meine Wimpern gleich wieder kleben, weil die fliegt gleich ab. Die ist beim Kotzen schon weggefallen, aber ich fasse also in die Kappe. Nein, die ist doch noch dran. Mhm. Aber auf mein, oh, ja, yeah, auf mein Oberteil. Jetzt kotzen. Ich denke, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben dann mit einer betrunkenen Ecke und mit einem Tim ein Spiel gespielt. Und zwar kennt ihr alle, wer bin ich, aber halt auf der Stirn, haben wir gemacht. Und wir haben echt lange dafür gebraucht. Ich habe nicht gecheckt, wer ich bin. Also wenn ihr das Video in voller Länge sehen wollt, schreibt Hashtag, wer bin ich, in die Kommentare. Ich habe hier einen Spiegel. Oh, oh, wer bin ich? Wer bin ich?
Tim, du musst auf meine Haare. Der hat nicht mal geschrieben, ich muss deinen Stift. Also ich bin eine YouTuberin, die aber keinen Kanal hat. Und von wo kennt man mich dann, Digga? Habe ich eine Zeit komplett. Habe ich mit berühmten YouTubern gechillt? Ja. 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 Oh mein Gott, wie cool. Wohne ich in einer großen Stadt? Ja. New York? Ja. Wer wohnt in New York? Nein, New York ist nicht so groß. Justin Bieber? Nein. Du bist eine Frau, Junge. Sieht man mich oft auf TikTok? Nein. Ja. Es geht, Digga. Ich finde manchmal tot, manchmal leben. Was? Digga! Oh, mein 30. Weihnachtshaus. Oh mein Gott, bin ich ich? Wer ist ich? Aline. Oh ja. Ja. Nein! Leute! Alina! Alina, Tim! Ah, oh, mein Auge! Jetzt bewegt euch hierher! Ja, jetzt kommt! Ey, ihr seid beide so gruselig aus! Also, Ax sieht aus wie so eine Hexe mit ihren Haaren. Hier. Leute, jetzt kommt ihr! Leute, ich fühle mich so angetrunken, mich dreht es voll. Mir ist so schwindelig, das wisst ihr gar nicht, wie schwindelig mir ist, weil ich zu viel getrunken habe. Auf jeden Fall, mir ist schlecht und ich gehe schlafen, wenn ich die Kraft habe, mich abzuschminken. Leute. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Nein. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ich habe einen Kater und es ist sehr früh am Morgen, deswegen bin ich auch schon wach. Und Leute, ich habe mir gerade ein schmausiges Essen für meinen Bauch. Natürlich, Leute, ein Bärchen am Morgen schadet nie. Ich zeige euch kurz mein Festmahl. Natürlich Pizza am Morgen. Ihr denkt, wegen neuen Jahr ändert sich was an meiner Ernährung? Nö, Pizza bleibt für mein ganzes Leben. Ich sehe zwar sehr gut gelaunt aus und nicht so müde, was hätte denn Leute durchaus. Ich habe sie heute Morgen schon gesehen und sie hatte echt mehr Augenringe als sonst. Und was sagst du, Pika? Oh, nein, sonst bist du auch zum Alki. Ich hab so Hunger. Ich weiß nicht warum, gell? Achso, ich habe doch gestern alles rausgekotzt, deswegen. Schrößnäus, ja! Kommt da noch was? Miau! Schrößnäus! Ich habe ein Bierchen wieder getrunken. Das ist mal, ach so, deshalb ist die so. Ja. Oh Gott, das ist so! 1, 2, 3! Die Alte ist voll durch! Hier mal aufmachst, deine Augenringe sieht man bis hierhin. Ne? Warte mal. Leute, wisst ihr warum? Marcel war gestern auf einer Party! Wisst ihr das ein Bier? Der hat gestern 3 Haare, nicht so. Oh Gott, Leute, ich habe gesehen, dass wir Ruby Bubble haben. Das trinken wir morgen an meinem Geburtstag. Nein, das trinken wir heute. Boah, Alter, ey. Party! Eck hat gesagt, die möchte kein Alkohol im neuen Jahr trinken. Es ist Neujahrsvorsätze sind was für Babys. Du bist ein Kleinkinder. Nee, du bist nicht mal geboren, Alter. Ich bin ein Egg. Ich bin ein Egg-Uraurius. Boah, wie eklig bist du denn? Hast du geil geschlafen? Oh, Egg, das sind die Tanzkünste. Oh mein Gott. Egg, diese Rauchtänze. Auf Eggs Vorsatz, kein Alkohol trinken. Aber morgen um 10 Uhr morgens ein Bierchen trinken. War echt lecker. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Die hat ein Bier getrunken. Das ist ja nicht mal Bier, Digga. Alter, boah. Ich bin erst seit 15 Minuten wach und ich fühle mich nicht so gut, Leute. Ihr denkt, ja, du bist schon geschminkt. Dann ist es halt, ich habe mich um 8 Uhr morgens geschminkt und bin wieder in mein Bett gegangen, Leute. Mein Loch zurückgekrochen. Und jetzt wache ich auf, Alter, von mit so einer Gestörten oder was? Wie meinte, die hätte den Kater? Nein! Doch, und die meinte, die braucht jetzt was Leckeres zu essen. Das braucht sie jetzt für ihren Kater. Oh mein Gott, sein Leben nach. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, das ist so unangenehm jetzt. Du bist doch 3 Jahre alt, gell? Die dürfen 3 Jahre Alkohol trinken. Du weißt, das sind 3%. Das denkst du zumindest. Hä? Es war 0.
alle vier Biere waren Apfelschorle und 0%iges Alkohol. Was? Du bist ein Vortäuscher, ein Lügner, ein Schwätzer. So eine Lügnerin, Leute, wir haben sie so exposed. Ganz kurz und gestern mit Jasmin, das war purer Apfelsaft. Was? Ja. Ihr meint es doch nicht aus. Nein. Doch? Nein. Können wir nüchtern, die auf einmal ist? Oh mein Gott, Eck ist einer von den Fake-Dingern. Man kann auf Party so Wasser geben statt Wodka. Und so. Was? Aber es hat sich so real angefühlt. Oh mein Gott, es hat real geschmeckt. Heißt es hat so. Real geschmeckt. Ja, weil alles beides gleich schmeckt. Inga, die haben jetzt getastet. Oh mein Gott, Leute, Eck ist eine Schwätzerin. Alter, Eck ist so real. Voll gemein. Ich dachte... Michel, du bist gemein, das ist hochgenommen. Also, ich dachte, ich kann mir mal gönnen für euch. Michel, das war das hier. 0,00% alkoholfreies Bier. Wir haben umgefüllt, wir haben das mit Alkohol entsorgt. Alk 000. Warum habt ihr den Alkohol entsorgt? Alter! Ey, ihr habt mich so geprankt, aber es hat sich... Zwei Tage lang. Nee, drei Tage lang. Aber es hat sich so echt angefühlt, Leute. So echt, so real. Mein Gedächtnis war weg. Ich hatte Kämpfe. Hey, glaubst du ernst, wir werden erlauben, bei Yasin was da zu trinken? Bist ja, bei Yasin nie, aber bei mir halt. Warum nicht bei mir? Wir würden niemals erlauben, Alkohol in Videos zu trinken. Niemals. Ich bin so sauer auf euch. Geht raus, mein Yasin versaut wegen euch. Geht raus! Ich bin wieder zurück! Die alte Nervige! Geh raus! Ich dachte nur Alkohol! Ich wollte nur Alkohol haben! Okay, jetzt geh raus, Alter! Ich muss jetzt schlafen! Ihr habt mich so hochgenommen! Und deswegen hat meine Mutter mich nicht angeschrien! Ich wollte doch nur Bier! Immer noch schlechter von all. Ich hasse euch.